Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Outside the Wire, dem Nummer 1 Film auf Netflix, von Netflix produziert. Worum geht es in diesem Film? Der Drohnenpilot Harp handelt eigenmächtig gegen den Befehl seines Vorgesetzten und wird zur Strafe direkt ins Kriegsgebiet versetzt, wo er die Welt abseits der Statistik kennenlernt. Er wird dort dem Offizier Leo unterstellt und soll mit ihm eine geheime Mission außerhalb vom titelgebenden Zaun erfüllen. Leo ist ein ganz spezieller Vorgesetzter, der anders ist als alles, was man bisher so gesehen hat. Was es damit auf sich hat, müsst ihr beim Gucken selbst herausfinden. Wie ist das Ganze umgesetzt? Das Szenario spielt in der Zukunft, wo Kampfroboter zum Einsatz kommen. Diese sind vom Stil gut umgesetzt und schaffen eine Science-Fiction-Atmosphäre. Generell schafft es Outside the Wire, einige Momente zu schaffen, die eine so dichte Atmosphäre aufbauen, dass man diese mit dem Messer schneiden könnte. In diesen Momenten vergisst man vollständig seine Umgebung und ist direkt im Geschehen. Was aber auffällt, ist die leichte Verdaulichkeit der Präsentation. So wird vor jedem Abschnitt stets die aktuelle Mission erklärt, damit bloß kein Zuschauer den Anschluss an das Geschehen verliert. Diese wird allerdings sehr geschickt unter dem Deckmantel der Militärabläufe getarnt, sodass es nicht weiter negativ auffällt. In Teilen wird der Film als Antikriegsfilm präsentiert, wobei die Gewaltdarstellung recht zurückhaltend präsentiert wird. Kommen wir zum Fazit. Outside the Wire ist ein gelungener Science-Fiction-Militärfilm, der eine unterhaltsame Story samt Wendungen erzählt. Man merkt dem Film an, dass er für ein breites Publikum erstellt wurde und erfüllt diesen Anspruch auch ganz gut. Ich vergebe 3,5 von 5 Sternen für einen unterhaltsamen und atmosphärischen Film in einem gut gemachten Setting. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Wenn ihr in Zukunft nicht verfassen wollt, welche Filme eure Zeit wert sind und welche es eher nicht sind, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.